endlich sind wir wieder da. Wir sollten, also erstens will ich ein neues Profilbild und ich will ein neues Intro. Ich will auf jeden Fall ein neues Profilbild. Sollten wir gleich machen im Anschluss. Mhm. Okay, gut. Also wie ihr wisst... Obwohl ich mein Intro immer noch mag. Also ich bin jedes Mal betroffen, wenn Mali sagt, ich möchte ein anderes Intro. Okay. Aber komm, ich habe es jetzt ein Jahr mit diesem Intro mitgemacht. Obwohl ich es gar nicht mag. Ich mochte es von Anfang an nicht und ich habe es einfach nur akzeptiert. Nein, ich mochte es einfach gar nicht. Aber das ist ja nicht schlimm. Oh. Guck mal, das ist doch eigentlich schön, weil ich wusste einfach, dir ist es wichtig und ich mag es zwar wirklich gar nicht, aber dir ist es wichtig und du magst es sehr gerne. Deshalb haben wir es genommen. Crying. Das ist doch egal, ob ich es mag oder nicht. Mein Intro. Das ist so, wie wenn du weinen würdest, weil jemand Oliven nicht mag und du sie magst. Hm. Ich glaube, manche dachten auch, ich habe das Intro gemacht, hätte ich gerne, aber ich habe es nicht gemacht. Nee, das dachte, glaube ich, anderem. Nur Maggie. Maggie dachte das, ja. Aber ich würde es nochmal klarstellen, so jetzt, sonst kommst du rüber. Martin hat hier hat sich hingesetzt und ein Intro eingespielt, hat richtig hart gearbeitet und Mali setzt sich hin und sagt, ich find's scheiße, ich fand's schon immer scheiße. Das ist Nein, so ist das nicht. Das denken ja andere, ich weiß ja, dass es nicht so ist. Oh Gott, es tut mir voll leid. Warum? Du hast niemanden verletzt gerade. Aber die Musik, die Martin macht, die mag ich eigentlich echt immer sehr gerne. Vielleicht wenn du das Intro selbst gemacht hättest, dann würde ich es, glaube ich, also das eine Lied von dir, das liebe ich voll, das könntest du vielleicht zum Intro machen. Würde, glaube ich, nicht so passen. Nee. Aber ich würde schon, ja, mal gucken. Okay. Irgendwann mache ich ja selbst so Einspieler und Intros. Das habe ich am Anfang gesagt und jetzt ein aber Jahr jetzt später. Aber jetzt kommt die Zeit langsam. Ja, aber doch, das fände ich maybe. Super. Okay. Naja, auf jeden Fall schön, dass wir wieder da sind nach einer langen Pause, nach einer Urlaubs- und Kita-Ferienpause. Ja, Sommerpause auch genannt. Genau. Viele haben gefragt, wann der Podcast wieder startet. Wir haben das in die Folge rein integriert, dass wir im September wieder am Start sind. Wir haben nämlich nach der Aufnahme der letzten Folge war es so, okay, ganz ehrlich, wir fahren jetzt in Urlaub nächste Woche, wir müssen noch alles packen. Mhm. Wir sind 4 Wochen unterwegs und da war es so, wir werden das nicht schaffen, Folgen aufzunehmen. Ja, und ich meinte, vor allem lag es auch daran, dass ich meinte, so Marlies, mir geht's nicht so gut, ich brauche Urlaub, verdammt. Das ist mir gerade zu viel. Ja. Weil wir hatten schon noch geplant, noch mindestens eine Folge, ein oder zwei eine, Folgen. Eine wollten wir auf jeden Fall noch machen, ja. Ja. Aber dann hat Marlies gesagt, ey komm, dann lass uns doch jetzt Sommerpause machen, weil packen und so. Ja, das packen war echt, also. Und dann, heftig. Also ich glaube, in Portugal hätten wir es noch irgendwie reindrücken können mit den Podcast-Aufnahmen, aber jetzt die letzten 3 Wochen zu Hause, es wäre niemals, also da hätten wir die irgendwann nachts aufnehmen müssen und wären total fertig gewesen. Kita-Ferien mit Kindern, gewesen. Alles bleibt liegen. Es ist wirklich alles liegen geblieben. Alles. Und das ist auch wirklich wörtlich zu sehen, weil alles auf dem Boden liegt. Ey, das war, Aufräumen mit in den Kita-Ferien ist echt so geil, ne? Ich räume auf und die Kinder, also es ist so wie so ein, ich stell's mir vor wie so ein Cartoon. Ich hinterlasse so eine saubere Spur und 2 Meter hinter mir die Kinder, die alles wieder in diese saubere Spur reinschmeißen. So. Es gibt irgendwie so ein, es gab so einen TikTok-Trend, wie so Mütter aufräumen und dann kam dieses Geräusch von Microsoft, wenn der Computer irgendwie einen Fehler hat, dieses Dümm. Und dann war alles wieder so wie vorher. Ja, genau, aber so hat sich das angefühlt. Ne? Und, keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall jetzt, heute ist der erste Kita-Tag für die Kinder und das ist jetzt schon auch nochmal eine kleine Befreiung, kurz mal. Ja, ich finde es aber krass, also weil wir hatten jetzt ja, also wir, es war so, wir waren 4 Wochen im Urlaub und dann hatte also, ja. Unsere Kita erst zugemacht, also wir waren halt vor Kita-Sommerpause Urlaub quasi im Urlaub und dann, ja, deshalb waren es jetzt. Wir hatten den Urlaub extra so gelegt, dass es auf die Kita-Ferien unserer alten Kita passt. Ja, genau. Und dann sind wir umgezogen und dann waren andere Kita-Ferien. Und dann kamen wir aus dem Urlaub und die Kita hat gerade zugemacht. Für genau, 3 Wochen. So war das. Yes. 4 Wochen war die Kita zu und 3 Wochen davon waren wir zu Hause. Was eine intensive Zeit war, weil ich ja auch immer weiterarbeiten musste und Martin ja auch. Mhm. Und gleichzeitig aber war es echt schön. Also wir sind jetzt richtig, finde ich, in unserem Wohnort angekommen. Wir sind super viel unterwegs gewesen, haben uns alle Spielplätze angeguckt, also vor allem Martin dann irgendwie hat dann noch mal ein bisschen mehr gemacht als ich, weil ich war zwischenzeitlich auch noch mal in Köln auf einem Dreh. Und die Kinder waren jetzt aber auch echt, also die waren jetzt bereit für die Kita wieder. Die hatten jetzt auch richtig Bock. Ja, voll. Das lief ja echt super heute Morgen.
Ja. Marlies hat gezaubert. Ja, nein. Und also Scheiß, du hast gezaubert. Ja, jetzt lass ich mal erzählen. Also es war so, die waren, also gerade beim Großen, der ist jetzt, also der wird bald 5 und für den merkt man einfach, soziale Kontakte sind super, super wichtig für ihn. Mittlerweile auch, also das nimmt ja mit dem Alter immer mehr zu, dass die Eltern irgendwann halt einfach nur die zweite Rolle spielen, mehr oder weniger. Und man merkt halt, dass es bei ihm immer mehr Raum einnimmt, dass andere Kinder halt wichtig sind. Und das war halt super schwierig für ihn. Also im Portugal-Urlaub ging es noch, weil ich meine, er hat ja seine kleine Schwester, aber die ist halt kleiner. Und die versteht noch nicht so viel wie er und die ist halt kein ebenbürtiger Spielpartner. Und die sind sich irgendwann dann echt auch auf den Sack gegangen. Also die wollten dann nicht mehr mit, also die Kleine hat am Anfang hat sie immer mit ihm mitgespielt. Irgendwann war sie so, nee, ich habe keinen Bock, ich will was anderes spielen. Oder halt auch viel, hat dann viele andere Sachen gemacht. Und er war halt dann auch immer so genervt davon, wenn er irgendwas erklären wollte und sie das nicht verstanden hat. Ja. Und jetzt hier, als wir wieder hier waren, konnten wir ja wenigstens, also das fand ich auch krass, weil in Portugal hat er voll oft auch mit einfach portugiesischen Kindern gespielt und die verstehen ja kein Wort voneinander und trotzdem. Er hat einfach konsequent Deutsch mit denen gesprochen. Und die konsequent Portugiesisch und trotzdem haben die zusammen die größten Sandburgen gebaut und keine Ahnung was. Ja. Ja, das war schon cool. Egal, auf jeden Fall fing das dann hier jetzt echt auch an, dass er dann wirklich gesagt hat, Mama, ich will wieder in die Kita, ich will mit Freunden spielen, wo sind andere Kinder und so. Mhm. Jetzt heute Morgen war es aber so, dass dass die Kinder dann doch irgendwie ein bisschen nervös waren vor der Kita. Also dass der Große, der kann sich jetzt ja auch schon einfach ein bisschen mehr ausdrücken, als die Kleine war einfach nur so, Mama, missen dich. Traurig sein. Ja. Wir waren auch heute Morgen viel zu spät dran, also wir kamen auch jetzt gerade. Ey, aber ich fand's so geil, wir haben richtig schön ausgeschlafen. Egal, auf jeden Fall meinte der Große dann auch, ja, ich vermisse dich. Und dann wollten sie halt doch nicht mehr so begeistert in die Kita, wie sie letzte Woche schon davor geschwärmt haben, dass die Kita jetzt eben wieder losgeht. Und dann meinte ich so, habe ich mir den auf die Couch gesetzt und habe sie dann so alle Emotionen abgefragt, die mir gerade so eingefallen sind. Also irgendwie so, ja, was macht dich denn fröhlich, wenn du an die Kita denkst? Was macht dich denn traurig, wenn du an die Kita denkst? Mhm. Wovor bist du nervös? Wovor bist du besonders aufgeregt? Hast du Angst? Hast du vor etwas Angst? So. Und da sind die Kinder das halt so durchgegangen und kam halt dann auch ziemlich schnell raus, dass die eigentlich so gut wie gar keine negativen Emotionen in Bezug auf die Kita haben. Das Einzige, also negativ ist ja auch immer so, also ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Das Einzige, was unser Sohn meinte, ist halt eben mit traurig und vermissen. Meinte er halt, naja, wenn ich in der Kita bin, dann vermisse ich euch manchmal, aber ich weiß ja, dass ihr mich dann auch bald wieder abholt. Mhm. So, und das fand ich halt voll schön, weil das den Kindern total geholfen hat, dann einfach aufzuspringen und los in die Kita zu rennen, weil sie sich quasi selbst nochmal durch dieses, also ich habe ja ganz wertfrei einfach nur die Emotionen abgefragt und die konnten sich dann selbst vor Augen führen, wie sie sich eigentlich mit der Kita fühlen. Und ich finde das irgendwie voll wichtig, weil wenn die jetzt, also zum Beispiel bei der Emotion Angst oder so, wenn ich da, also das wäre für mich wichtig gewesen, das zu wissen, weil man dann ja auch daran arbeiten kann. Hätte jetzt zum Beispiel gesagt, ja, ich habe Angst davor, dass das und das passiert, hätte ich gesagt, ah, okay, dann lass uns mal überlegen, was man dann tun kann oder soll ich mit dir nochmal mit der Erzieherin reden oder so. Also halt so. Ja, und das ist bei dem Großen gerade auch sehr cool, dass er schon so gut sprechen kann, weil mittlerweile kann man ihn fragen, warum, und kriegt zum Teil auch wirklich brauchbare Antworten. Natürlich kann man nicht immer erwarten, dass, ja, warum machst du das und das, dass das Kind sich jetzt komplett analysieren kann und genau den Grund findet, aber er kann schon gut genug sprechen, dass man da wirklich mitarbeiten kann. Das ist sehr cool. Und heute Morgen war das, also wir sind gerade aus Bayern wieder nach Hause gefahren, weil wir sind sehr spät angekommen, wir waren nämlich auf einer Hochzeit, sind ziemlich spät nach Hause gekommen, haben spät geschlafen, hatten das übelste Schlafdefizit, weil Party. Feiern bis um 2. Ja, die Kinder haben auch richtig, Party so mitgemacht. Geil. Ey, das war so geil, unsere Tochter ist einfach irgendwie gegen 19 Uhr eingeschlafen, wir haben sie dann da auf so eine Bank gelegt, also es war so eine auf so ein Outdoor-Couch eigentlich, ne? Ja, genau, mit so ganz weichen Kissen und halt so Wolldecken und dann ist sie halt um 22 Uhr wieder aufgewacht und war halt noch bis um 2 Uhr wach und ist da rumgerannt. Ja, eher so bis um 3. Oder? Ja, ist doch stimmt. Im Auto um 2 ist sind wir ungefähr dann zurückgefahren erst, ja. Sind also so gegen 3 ist sie eingeschlafen. Aber wir hatten auch alle ein Schlafdefizit. Wir sind halt dann morgens irgendwie, war noch brunchen, kamen wir da an,
wenig geschlafen, Kinder sind früh wieder aufgesprungen, yay, Tag beginnt. Ja, um 7. Und dann kamen wir spät mit dem Auto. Ja, also ich erzähle es bloß eigentlich, um zu sagen, wir haben ganz schön verpennt eigentlich. Also wir haben ausgeschlafen und das war halt auch wichtig, weil wir waren alle ganz schön müde und sind also kurz vor knapp aufgestanden und hatten ganz wenig Zeit, die Kinder in die Kita zu bekommen. So, und dann kann man ja einerseits, also intuitiv würden die meisten das so machen, ich auch, los, ah, Kinder, los jetzt, irgendwie in Stress verfallen, nervös werden, ah, wir müssen jetzt aber los. Und Marlies hat es einfach so gemacht, die hat einfach komplett Geschwindigkeit rausgenommen, voll entspannt sich Zeit genommen für die Kinder und hat dann gesagt, so, ja, und halt mit denen gesprochen, was sie gerade gesagt hat. Und ich war so, ich habe alles zusammengesammelt und habe Marlies da so ganz ruhig gelassen und entspannt mit den Kindern auch so, also ihr hattet auch irgendwie Spaß, ihr habt doch mal gelacht und hast ganz ruhig mit denen gesprochen. Ja, wir haben auch ein bisschen gesungen noch. Ja, mhm. Und dann, also du hast dir Zeit für die Kinder genommen und dann ging das halt ratzfatz. Und ich sag halt den Kindern auch immer, wenn ihr ungeduldig seid, dann dauert alles noch länger. Und das wäre halt auch so gewesen. Also wenn ich das jetzt gemacht hätte, wäre ich viel ungeduldiger geworden. Und ich weiß, das hätte dann Stress gegeben. Dann hätten sich die Kinder gesperrt. Nein, ich will jetzt nicht los, weil die halt auch keinen Bock auf Stress haben natürlich. Und so, weil du ganz entspannt warst, lief das halt wirklich super schnell. Und das ist halt was, woran ich mich auch mal erinnern muss. So, ja, ich bin wieder ungeduldig. Jetzt wird's noch länger dauern dadurch. Aber ich schaff's oft dann nicht in dem Moment dann nicht ungeduldig zu sein. Aber ich arbeite dran. Also ja, auf jeden Fall. Ich finde es generell, cool. Also ich weiß nicht, woher dieses Learning gerade kommt, aber ich habe das Gefühl, ich habe da so ein bisschen einen Durchbruch, was so meine eigenen Emotionen angeht, aber auch so die Erkenntnis, dass es wirklich zu 500%, also es ist 100% ist irgendwie zu wenig gesagt, davon abhängt, wie ich reagiere. Mhm. Ob eine Situation mit meinem Kind schwierig wird oder nicht. Voll. Und das ist halt auch voll der wichtige Punkt, dass es wirklich sehr hilfreich ist bei Kleinkindern, sage ich mal. Ich glaube, in der Pubertät ist das nochmal anders. Glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es für mich gerade auch sehr hilfreich, mir zu denken, okay, das ist jetzt gerade blöd, aber ich bin verantwortlich für unsere Beziehung. So, und ich bin verantwortlich für die Situation, weil ein kleines Kind kann nicht Verantwortung so richtig übernehmen. Und allein das Denken, okay, ich bin jetzt dafür verantwortlich, gerade ist es stressig und läuft scheiße, vielleicht bin ich ja das Problem. Weil man hat einfach in dem Moment ein Problem, in dem man sagt, ja, mein Kind ist halt Verantwortung dafür, verantwortlich dafür. Das verhält sich gerade blöd. Ich habe keine Verantwortung, ich ändere halt auch nichts. So. Und in der Realität sind wir für das Allermeiste schon verantwortlich. Und sobald wir die Verantwortung nicht annehmen oder von uns weisen oder aufs Kind übertragen, haben wir ein Problem, weil dann wird es sich nicht bessern. Ja, also ich muss sagen, so ein Denkanstoß hat mir halt vor allem, also ich hatte irgendwie kurz vorm Urlaub das Gefühl, dass halt, also dass eins unserer Kinder so eine krass schwierige Phase hat und dass ich irgendwie, also manchmal auch so krasse Selbstzweifel dann hatte und dachte, vielleicht müssen wir doch nochmal irgendwie, da habe ich ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, nochmal in Anführungszeichen härter durchgreifen. Also ich glaube, solche Zweifel kennen die meisten Eltern hin und wieder mal und dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich mache alles falsch und so. Und dann waren wir halt im Urlaub und haben von ganz vielen Leuten gespiegelt bekommen, dass insbesondere dieses Kind, wo ich halt das Gefühl hatte, dass jetzt irgendwie gerade eine super schwierige Phase ist, halt eigentlich in Anführungszeichen super gut erzogen sei. Also natürlich verhalten sich Kinder anders, wenn andere mit dabei sind, aber also es ging nicht um dieses Ding von wegen, dein Kind ist besonders brav, sondern ach, dein Kind, das kann schon super viel, du hast ihm ja echt schon viel beigebracht und das, also und dann solche Situationen, wo ich halt als schwierig eingestuft hatte, wurde mir ganz oft gespiegelt, ja, aber das ist doch komplett normal so. Mhm. Und das war für mich irgendwie so voll das Learning, dass halt andere Menschen, also dass halt auch was mein Kind macht und wie ich das einordne, auch hundertprozentig von mir zu, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt treffend formuliert habe, weil ich möchte natürlich nicht so sehr in die Privatsphäre meiner Kinder eingreifen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel, also nehmen wir, ich weiß nicht, was die meisten Eltern triggert, einen Wutanfall, wenn das Kind haut oder so, ich weiß es nicht. Bestimmt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Kind haut. Ja. Wie du das einordnest, wenn du das einordnest als,
ah ja, das ist halt ein Kind, das haut halt, so, dann muss ich das ja nicht wütend machen und dann hast du auch nicht das Gefühl, dass deine Erziehung versagt. Aber wenn du denkst, das macht, ist das halt nicht normal und das ist halt dein, also ich weiß nicht, ob ich das treffend formulieren kann. Ich glaube halt einfach, dass die Perspektive, die wir auf unser Kind haben, dass also was für uns unser Kind ist, ist sehr, sehr ausschlaggebend dafür, wie sich unser Kind entwickelt. Wenn wir jetzt, also man kann ja Sachen negativ sehen oder positiv, so, keine Ahnung. Ich habe ein gutes Beispiel. Ja, okay, und zwar gestern auf der Rückfahrt, ich war halt so zu Martin, okay, ich bin müde und ich möchte nicht gestresst sein durch die Fahrt, deshalb durften die Kinder mehr oder weniger die ganze Fahrt durch Serie gucken. Und also die Kleine hat halt erstmal 3 Stunden geschlafen, weil die total platt war. Ja. Aber genau, das war eigentlich so das Ding. Und dann am Ende waren wir, glaube ich, noch so 30 Minuten Fahrt, sind halt die Geräte, war der Akku langsam leer und ich wollte außerdem, weil es schon wieder echt spät wurde, dass die Kinder jetzt vielleicht auch einfach noch im Auto einschlafen, weil ich einfach wollte, dass sie einschlafen, weil es spät war. Und dann habe ich halt beiden das Gerät weggenommen, habe das auch so gesagt, so hey, die Akkus sind jetzt leer und ich will jetzt auch nicht, dass ihr weiterguckt. Habe das auch gar nicht weiter begründet, weil ich finde, man braucht es um so nicht immer so. Ja, war halt einfach so, war mein Entschluss. Und natürlich hatten dann beide total den Wutanfall oder waren halt frustriert darüber. Vor allem halt das kleinere Kind, weil das ja auch gerade erst so, also diese Autonomiephase steckt ja quasi mittendrin und lernt jetzt erst mit diesen ganzen Emotionen umzugehen. Und Martin meinte dann so, das ist eben der Preis für eine entspannte Autofahrt. Und man kann das auf zwei, also ich fand das sehr spannend, weil man kann es auf zwei Arten sehen. Ich habe halt sehr intensiv über diesen Satz nachgedacht, weil ich dachte, man kann es jetzt. Gedroppt. Ja, das hast du einfach nur so gedroppt. Ich glaube, du hast es auch gar nicht besonders deep gemeint, sondern es war einfach nur so dein Teil. Du hast halt versucht, Anteilnahme zu zeigen, weil du warst halt am Fahren. So was willst du da großartig machen? Ich habe sehr intensiv darüber nachgedacht, weil ich fand es total spannend, weil ich mir mitnehmen wollte, den quasi für mich so positiv wie möglich auszulegen. Man kann ihn so sehen, dass der Stress am Ende das quasi genauso viel kostet, wie die Entspannung der letzten Stunden gebracht hat. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das aber nicht wahr ist, sondern dass der Preis geringer, also dass die Kosten geringer sind als das Nutzen, weil ich war so tiefenentspannt und konnte diese Wutanfälle so gelassen begleiten, weil ich mehr oder weniger 6 Stunden lang mit Martin durchgehend Gespräche führen konnte, aus dem Fenster gucken konnte und das Wochenende verarbeiten konnte und so, einfach halt Ruhe hatte, mehr oder weniger. Dass ich halt, und das war nicht der erste Wutanfall, sondern wir waren auf einer Raststätte und die Kleine hat die wie gesagt, wir hatten ein actionreiches Wochenende, die Kinder hatten viele Wutanfälle auf dieser Rückfahrt. Auf der Toilette, dann. Ich hab's nur gehört, ja, aus der anderen Toilette raus und dachte mir, oh nein. Auf der Toilette und dann beim Klettern, dann nochmal im Auto, aber halt nicht während der Fahrt, weil da konnten die Kinder halt einfach hier Bluey und Chip und Chap gucken oder was auch immer. Und ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass es eben nicht so ist und dass das kein Preis ist, sondern dass es einfach nur so ist, weil dieser Wutanfall hat überhaupt nichts mit den Medien zu tun. Natürlich, in dem Moment haben sie gesagt, das war der Auslöser. Ich will das, aber der Auslöser war vielleicht der Auslöser, aber die Emotionen, die waren ja schon da. Das war ja auch ich bin todmüde, weil das Wochenende war anstrengend. Die waren super traurig, dass wir gefahren sind. Die lieben meine Familie. Also meine Cousine hat geheiratet, eine meiner Cousinen. Ich habe ja eine riesige Familie und wir versuchen so oft wie möglich mit diese Events mitzunehmen, weil es ist einfach wunderschön. Ja, es ist einfach eine tolle Familie, die ich da habe. Das ist echt ein krasses Privileg. Und die Kinder rennen vom einen Verwandten zum nächsten und sind so, also meine Cousine, die geheiratet hat, unser Sohn, der wollte die gar nicht mehr loslassen. Der meinte zu ihr, ja, also vielleicht ziehst du ja einfach zu uns ein, dann bist du immer bei uns und so. Ja, das ist auch so süß, weil sie wohnt halt in einem Tiny-Haus und da meint er so, dein Haus, ich glaube, das passt doch bei uns in den Garten. Das kannst du einfach da aufbauen, da musst du nicht mal umziehen.
Genau, also diese Wutanfälle wären halt nicht vermeidbar gewesen. Und dadurch, dass ich dann nicht dachte, oh, das ist jetzt alles blöd, weil jetzt haben wir es irgendwie verkackt und haben den zu lange und das ist jetzt eben die blöden, bösen Medien, sondern ich war einfach nur so, ah ja, okay, das ist jetzt die Situation. Ich bin entspannt genug, ich kann die Situation jetzt handeln. Und irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, in der Vergangenheit hätte ich halt oft so dann dieses, ja, dann dürft ihr eben nie wieder Serie gucken, wenn ihr danach so gelaunt seid, anstatt einfach das voneinander zu trennen, so zu sein, ja, die Laune, die war ja schon vorher da. So halt so. Ja, naja, ja, es ergibt auch total Sinn. Das ist halt, man kann das halt voll auf so einer übergeordneten Ebene betrachten. Es ist einfach gut, wenn man immer versucht, das Gute an der Situation zu sehen und das Beste draus zu machen, du dann halt damit gemacht hast. Und aber halt gerade auch in Bezug auf die Kinder, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus eben, dass man, wenn ein Kind jetzt, keine Ahnung, ja, schnell irgendwie wütend wird, dann kannst du einerseits sagen, ja, mein Kind, das ist aggressiv und voll das Problemkind. Oder du kannst halt einen Blick drauf haben, mein Kind verteidigt seine Grenzen irgendwie gut oder irgendwie sowas. Und man kann eigentlich sämtliche Eigenschaften von Kindern kann man einmal problematisch formulieren und andererseits auch in einem positiven Licht sehen, weil nichts ist einfach per se gut oder schlecht. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie man es betrachtet. Ja, das stimmt. Und dann, das hatten wir ja auch schon oft besprochen, ja. Aber das ist nicht genau das, was mein Learning gerade ist, sondern mein Learning gerade ist eher, das hat gar nichts mit den Kindern zu tun, sondern eben mit mir selbst, wie ich eine Situation für mich quasi einordne. Ah, okay. Also nicht im Gesamtbild, sondern in der Situation, dass ich halt quasi auch bin so, ich merke, dass ich wütend werde, aber ich schlucke es nicht runter, sondern ich bin so, okay, ist diese Wut gerade berechtigt? Denk halt kurz darüber nach und analysiere das so ein bisschen und versuche dann einfach die Entscheidung, also oder wenn, soweit ich halt kann, eine Entscheidung erstens so zu treffen, dass ich entspannt genug bin, überhaupt noch dazu in der Lage zu sein, eine Entscheidung zu treffen. Und zweitens halt auch einfach ganz genau zu sagen, was ich will und was ich brauche, damit ich dann halt im letzten Schritt das tun kann, was meine Kinder wollen und brauchen. Ergibt es Sinn? Na klar, du musst halt erstmal schauen, dass es dir gut geht, damit du dich halt um die Kinder kümmern kannst. So, das ergibt total Sinn und das habe ich jetzt auch vor allem auch in den Kita-Ferien immer versucht zu machen, auch gerade wenn ich alleine mit den Kindern bin zu Hause, wenn du halt zum Beispiel dabei bei einem Dreh bist, dann sage ich mir halt auch, okay, ich könnte jetzt hier noch mehr aufräumen, hier noch mehr machen. Aber ich versuche einfach so die Balance zu halten. Ich achte erstmal drauf, dass es mir gut geht, damit ich noch die Kapazitäten habe, gut zu den Kindern zu sein. Weil die ganze Zeit so at the edge gestresst zu sein, das bringt halt nichts. So, das macht halt alles nicht besser. Dann bin ich gestresster wegen den Kindern, bin ich insgesamt gestresster. Dann geht es mir ja an sich halt auch viel schlechter und bin halt, dann läuft halt gar nichts so. Es funktioniert einfach dann überhaupt nicht. Ja, und für mich war es irgendwie auch nochmal so ein Learning. Also ich habe Leitwölfe sein von Jesper Juhl gelesen und er schreibt halt auch viel darüber, was für Fehler Eltern heutzutage häufig machen, die halt eben nicht autoritär erziehen wollen, sondern eben dann bedürfnisorientiert oder vor allem einfach gewaltfrei. Also ich glaube, er nennt es nicht bedürfnisorientiert, ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, weil er auch meinte, Eltern reden mit ihren Kindern oft anders, als sie mit ihrem Partner reden würden, was ja auch, also ich glaube, das ist vielen klar, aber er meint das nicht auf so einer Ebene mit, dass sie halt irgendwie andere Worte benutzen, weil, also ich meine, natürlich erzählt man Kindern nicht in, weiß ich nicht, komplett verschachtelten Sätzen das politische Geschehen so. Natürlich sind das andere Themen, die man mit den Kindern, genau, sondern er meint damit auch die Tonalität, heißt das so? Also wie man bestimmte Dinge sagt und genau die Tonhöhe und so weiter und dass halt viel Verniedlichung und sowas benutzt wird. Und er meinte, ihm ist aufgefallen, dass halt vor allem die Eltern, die schnell ausbrennen und oft am Limit sind, dass die mehr oder weniger häufig eine Rolle spielen von einer Person, von der sie sich denken, so sollte ein Elternteil sein. Und mir ist halt aufgefallen, dass es bei mir halt schon auch oft so ist, dass ich halt nicht authentisch, also schon, also ich versuche halt schon authentisch zu sein, aber dass ich halt irgendwie, dass du wie so eine Rolle spielst, die Rolle der Mutter? Ja, nicht ganz so intensiv. Das ist auch nicht ganz richtig, aber dass ich halt vor allem oft Dinge getan habe, von denen ich dachte, die sollte ich als Mutter tun.
Mhm. Und die sollte ich nicht tun und so sollte ich als Mutter reden und so nicht. Also zum Beispiel, dass ich meine Stimme mit den Kindern oft ein bisschen sehr sanft ist, obwohl ich das eigentlich so im Alltag halt eigentlich gar nicht unbedingt immer so reden würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich habe halt versucht, das so ein bisschen anzupassen, weil ich mir sagte, ja stimmt, das ist eigentlich komplett sinnlos. Mhm. Und ja, einfach dann, was ich halt auch wichtig fand, er meinte, dass man sich halt darüber im Klaren sein sollte, was man will und dann auch einfach zu sagen, ich will XYZ. Mhm. Und mir ist halt aufgefallen, dass ich das eigentlich nie sage, weil mir das als Kind halt total abtrainiert wurde. Ja. Und ich habe halt dann angefangen, den Kindern, also ich habe halt, ich weiß nicht, es war irgendwie, die Kinder haben sich gestritten und früher hätte ich dann so gesagt, hey, hört auf zu streiten, XYZ, bla 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 bla. Also gerade im Auto und dann war ich so, habe ich mich so umgedreht und meinte so, ich will, dass ihr aufhört zu streiten, wenn wir im Auto sitzen. Ja. Und dann haben sie einfach aufgehört zu streiten. Das ist wie so eine Zauberformel. Witzig. Also es funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass also gerade wenn die Kinder Dinge tun, einfach nur weil sie es tun, aber nicht weil sie, also zum Beispiel im Auto streiten, habe ich manchmal das Gefühl, es ist einfach so eine Übersprungshandlung. So, ja, ich fummel dir im Gesicht rum und du weinst, haha, das ist gerade meine Unterhaltung. Mhm. Ey, oder dann, ich weiß nicht, da war irgendwie, sind die geklettert und dann ist ein Kind übers andere gestolpert und ich so, hey, ich will, dass ihr Rücksicht aufeinander nehmt. Und direkt hat es geklappt. Mhm. Ich weiß. Ja, voll, das ist halt auch, ja, es ist total, ich halte das auch für total sinnvoll, Kinder einfach zu sagen, was dann erwartet ist. Das ist ja auch viel klarer, weil natürlich, wenn man so indirekt spricht, ja, ich möchte gerne, wenn das okay für dich wäre, bla bla, so, Kinder brauchen schon ein bisschen mehr Klarheit, so, die brauchen schon ein bisschen direktere Aussagen, damit sie es besser einordnen können. Wir Erwachsene wissen, wenn uns zu uns irgendein Erwachsener kommt, hey, ich fände es jetzt cool, wenn es gerade passt, wenn du möchtest, dann mach mal das so. Dann machen wir es, weil wir können das einordnen. Aber das hasse ich. Sorry, aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, könntest du das bitte machen und ich sage nein und die Person ist dann beleidigt, dann geh. Dann sag es halt, wenn du es wirklich willst. Nein, ich verstehe das nicht. Also wie kann man denn so, und das ist halt voll nervig, ja. Und im Endeffekt, warum rede ich ja, dann auch so Kinder, mit meinen Kindern? Aber Kinder haben halt überhaupt keine Chance, das einzuordnen. Ja, sonst. Genau. Wenn man dann sagt, ich will, das ist natürlich nicht die Zauberformel, die jetzt, ich sag jetzt immer, ich will und dann funktioniert alles. Da hat mir auch eine geschrieben. Auch zu schön. Ja, aber das funktioniert bei mir nicht. Ich sag zu meiner Tochter, die ist anderthalb, ich will, dass du aufs Töpfchen gehst und die macht das nicht. Ich so, ja du, ich kann jetzt auch nicht zu meiner Zweijährigen hingehen und sagen, ich will, dass du mir ein Buch schreibst. Das können Kinder in dem Alter einfach noch nicht. Ja, aber das muss halt auch authentisch sein, so, und das ist halt für mich auch irgendwie voll das Learning, dass es mir auch an Authentizität fehlt, weil ich halt viel auch irgendwie Dinge anweise und mache, weil ich denke, das muss jetzt sein und irgendwie so, und ich finde das immer so krass, so ein bisschen so eine Rolle spiele, so eine Vaterrolle, dass ich denke, ja, so und so muss ich mich jetzt verhalten. Und ja, das ist natürlich nicht so authentisch und dann fehlt halt auch Klarheit für die Kinder. Vor allem, also bei dir finde ich es richtig krass, weil du halt häufig dann andere Worte benutzt, die du halt im normalen Kontext gar nicht benutzt. Was für Worte? Freundchen oder sowas. Ah ja, das ist und, ganz schlimm. Also aber das habe ich lange halt nicht mehr so, gesagt, oder? Nein. Freundchen habe ich ganz lange nicht mehr ja, gesagt. Ja, aber halt so, dass ich dann... Klingt so nach meinem Opa, ja, wirklich. Ja, genau, dass man so richtig merkt, this isn't you. Ja, ja. Und wenn wir manchmal, wenn dann die Kinder nicht da sind, ist es für mich auch manchmal so, als hätte man dich ausgedacht. Nicht mehr. Es ist wirklich fast gar nicht mehr so. Aber es war ganz am Anfang, ich meine, Elternschaft ist ja auch ein Learning. Ich fühle mich auch wie ausgetauscht dann. Also das ist voll krass gewesen, wenn mal... vor einem Jahr oder so, wenn die Kinder mal nicht da waren und ich dann quasi machen konnte, was ich wollte oder halt, naja, ich konnte halt einfach wieder sein, wer ich bin, so gefühlt und habe dann gemerkt, ach, so bin ich eigentlich als Mensch, ich hatte das voll vergessen, ich dachte, ich wäre total die Elternrolle-Person, aber das bin ich gar nicht. Aber ich glaube halt, deine Elternrolle-Rollen-Person ist auch mürrisch. Kann es sein? Ja, ich weiß weil nicht. du bist halt auch erst so häufig mürrisch, seitdem wir Eltern sind. Irgendwie davor warst du nie mürrisch. Ja, ja. Ich finde es halt voll witzig, weil meine Elternrollenperson ist halt hektisch und also ich merke halt einfach so den Durchschlag meiner Mutter extrem. Mhm. Und wie gesagt, bei dir habe ich auch manchmal das Gefühl, einfach du bist manchmal irgendwie dein Opa oder dein Papa oder so. Mhm. Also man merkt halt so richtig diese Durchschläge von der eigenen Kindheit, dass einfach dann so, so funktioniert Elternsein. Also mache ich das jetzt. Und das versuche ich halt gerade ganz, ganz aktiv irgendwie dagegen zu steuern und einfach halt mir zu überlegen, okay,
was würde ich jetzt, also ich jetzt tun. Ja, ja. Aber ja. Was ich halt auch total wichtig finde, auch bei dem Thema Authentizität, sich zu überlegen oder einfach achtsam genug zu sein, um zu verstehen, was sind jetzt gerade meine Beweggründe. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, ich weiß ja gar nicht, ob ich da wirklich ein Beispiel für habe, aber dass bei mir oft Situationen irgendwie irgendeinen Beweggrund haben, der aber ganz anders ist. So, eigentlich bin ich gerade ungeduldig. Bin ich gerade ungeduldig. Und dann sage ich meinem Kind aber, ich will jetzt, dass du das machst, weil das ist hier gefährlich. Und das ist natürlich für das Kind, das checkt das ja. Also das zum weiß, Beispiel okay, beim Auto. Ja, also. Beim Einsteigen, das ja. War dein Beispiel, ne? Also das ist oft so zum Beispiel, wenn das kleinere Kind nicht in den Autositz steigen möchte und da so rumtingelt, dann werde ich ungeduldig und dann sage ich, ey, du musst jetzt einsteigen, das ist ja erst gefährlich. So, also auf so einer Kopfsteinpflaster neben, also nicht mal Nebenstraße, sondern wie so eine Sackgasse, wo halt kein Auto vorbeikommt. Und wenn er mit Schrittgeschwindigkeit, sage ich dem Kind, das ist ja gefährlich. Das Kind checkt so, hey, ich finde das jetzt komisch, weil irgendwie halte ich das jetzt für nicht gefährlich. Und das die Kinder merken ja, wenn die Beweggründe von dem abweichen, was man sagt. Ich glaube, und dann kann man nicht erwarten, einfach, dass die halt kooperieren, weil die sind dann eher verwirrt oder merken, dass oder es testen nicht dich aus ist. Oder so. Sind ja. So, hä, meint er das jetzt wirklich so? Also ich kann das nur von mir selber sagen, halt, wenn ich merke, dass mein Gegenüber was sagt, wo ich glaube, die Person meint es nicht so. Und das habe ich halt vor allem bei dir oder bei meiner Schwester, weil ich euch einfach am besten, glaube ich, kenne. Also wenn ich jetzt von einer erwachsenen Person ausgehe, dann bohre ich so lange nach, bis die Person halt so explodiert und mir den wahren Beweggrund aber dann auch wenigstens vor den Latz knallt. Ja, und das machen die Kinder auch. Das ist und ja so machen Testen. Das Kinder auch. Und so die bin wollen ich halt ja wissen, auch. Was los ist. Die so. Wollen einfach nur wissen, was los ist, genau. Und deshalb bringt es halt voll was, wenn man kurz innehält und sagt so, boah, zum Beispiel, wenn die Kinder streiten und ich sage, ich will, dass sie aufhört zu streiten, im Auto will ich einfach, dass sie aufhören zu streiten, weil das ist so stressig, man kann halt nichts tun, ich kann ja nicht einfach aufstehen und zu jedem hingehen und so. Ja. Und im Endeffekt will ich auch wirklich nichts anderes. Mir ist also ich will einfach nur, dass sie sich in Ruhe lassen. Und in dem Moment, wo du halt weißt, okay, das und das will ich jetzt und das kommunizierst, aber halt genauso kommunizierst und sagst, ich will jetzt das und das, dann haben die Kinder einfach maximal Klarheit, dann haben die genau die Klarheit, die die von Eltern brauchen, um sich sicher zu fühlen und um einfach zu wissen, was passiert und um dann auch richtig handeln zu können. Ja. Weil wenn Kinder quasi, ich nenne es mal, verwirrt davon sind, dass irgendwie keine Klarheit herrscht, dass sie merken, okay, eigentlich ist hier doch was anderes los, wie sollen die dann richtig kooperieren können? Sie wissen ja gar nicht so richtig, was abgeht. Das ist ja auch mit, mit dem, ich will jetzt, dass ihr aufhört zu streiten, das ist natürlich nicht immer auch möglich und es ist auch nicht in Ordnung, das immer zu sagen. Also ja, es kommt generell, auf den Streit an, ja. Aber ihr müsst halt auch, also ihr dürft halt nicht vergessen, nur weil ihr eurem Kind sagt, was ihr wollt, heißt es nicht, dass euer Kind das dann auch macht. Und wenn euer Kind das aber macht, ist es ein Zeichen dafür, dass es, also das ist nicht nur ein Zeichen, euer Kind wird es nur machen, wenn es dazu auch in der Lage ist. Weil Kinder gehen nicht über ihre Grenze, außer man zwingt sie dazu mit Gewalt, verbaler oder körperlicher. Das heißt, wenn ich meinen Kindern sage, ich will, dass sie aufhört zu streiten und die nicht aufhören zu streiten, dann liegt es halt daran, dass sie wirklich gerade einen ernsten Konflikt haben und den nicht einfach so lösen können. Mhm. Aber jetzt dieses Streiten im Auto, das ist halt kein richtiges Streiten, sondern das ist einfach nur ein, unser Sohn singt und unsere Tochter sagt, hör auf und weint. Weil er singt. So, das ist halt kein richtiger Streit. Ja. Das ist halt einfach nur ein, das eine Kind regt sich über das andere auf, obwohl es eigentlich keinen richtigen Grund hat. So. Und auch ein Learning, was ich zum Beispiel hatte, war jetzt, wenn ich sage, ich will, dass du das und das machst und das Kind es dann halt nicht macht, dass ich mich da nicht drüber aufregen sollte, weil es geht, das hatten wir halt auch schon bestimmt mal oft gesagt, aber es geht halt nicht darum, Kinder zu kontrollieren und wir können sie nicht kontrollieren. Und wenn das Kind kooperiert, also Kinder wollen eigentlich ja auch kooperieren, dann ist das schön, aber ich sollte halt selbst Verantwortung übernehmen und dann nicht denken, ja, das ist jetzt, mein Kind verhält sich jetzt schlecht und das so bewerten, weil es jetzt meiner Bitte nicht nachkommt, sondern einfach, den Kindern, man sollte halt versuchen, sie sanft zu lenken und dann sich drüber freuen, wenn sie kooperieren oder das machen, was man will, aber es ist halt nicht deren Aufgabe, uns irgendwie unsere Wünsche von den Lippen abzulesen und immer zu spuren, wenn wir was sagen, so.
Und voll. Das kann man dann auch gelassen hinnehmen. Dann, ich will, dass du das aufräumst. Ja, mein Kind hat das jetzt halt nicht aufgeräumt. Blöd. Ich kann ihm auch sagen, dass ich das blöd finde. Ich kann auch sagen, ich bin jetzt wütend, weil du das nicht aufgeräumt hast. Oder einfach hast. Mal fragen, warum es nicht aufgeräumt ja, wird. Ja, oder halt, genau, aber nicht sagen, ja, du bist jetzt schlecht, weil du hast es nicht aufgeräumt. Oh, das ist auch so ein Ding, so ein Schlimmes, einfach nur, und ich, das ist so, ah, das ärgert mich so über mich selber, weil ich halt voll oft so Vorträge halte und ich weiß halt noch aus meiner Kindheit, meine Mama hat immer Vorträge gehalten. Mhm. Ich habe es so gehasst, so sehr. Das war ja auch, als ich alleine war mit den Kindern hier, und das waren nicht ganz 3 Tage, so, ja. Ja, du bist morgens los, dann hat er eigentlich den ganzen Tag mit den Kindern allein und du bist dann halt, einen Tag warst du nicht da, dann den Tag darauf bist du abends wiedergekommen. Und ich saß dann halt auch hier und hat dann angefangen zu weinen, weil ich einfach meinte, es ist nichts passiert. Ich bin total gut mit den Kindern, also total gut, ja. Es war nicht perfekt, aber es war halt, ich habe keine gröberen Fehler gemacht. Es war alles voll in Ordnung. Habe aber hier geweint und gemeint so, mir geht das so auf die Nerven. Dieses ganze Meckern, Rumnölen und Vorträge halten den Kindern. Weil ich kam da in der Zeit auch nicht raus. Manchmal ist man so drin. So aus diesem Rumnörgeln kam ich nicht raus. Und das war auch kein schlimmes. Das ist diese Rolle. Ich glaube das wirklich, ja. Dass das so, das ist dann so dieses. Ja, voll reingefallen. Also weil ich weiß halt hundertprozentig, dass dieses Vorträge halten, das habe ich von meiner Mama und ich habe das so gehasst. Und ich mache das auch bei dir und es ist so ätzend. Und immer, wenn ich das da mache, denke ich mir so, halt doch dein scheiß Maul, aber ich mache es, ich kann nicht aufhören. Das ist schwer aufzuhören, auch wenn man es checkt, ne? Das geht mir auch immer so. Aber ich weiß auch gar nicht, was das so war. Das waren immer so Kleinigkeiten, aber ich habe so viel gemeckert, auch nicht schlimm gemeckert. Ich habe jetzt nichts Schlimmes gesagt, aber so dieses ständige Anweisungen geben, nörgeln, meckern. Ja, jetzt hast du deinen Schuh hier falsch rum angezogen, keine Ahnung, so habe ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, aber solche Sachen, solche Kleinigkeiten. Ja, ich weiß, was meinst du. Oh, das war so scheiße. Das kostet so viel Energie, dieses Nörgeln, Anweisen, rummeckern. Ja. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich das einfach sein lasse. Ja, und genau, das habe ich jetzt einfach gemacht. Auch der, also auch der Gedanke so, ja, die Kinder, so die machen das halt und wir leiten sie an. Wir sagen, was wir uns vorstellen, aber wir dürfen nicht erwarten, dass die alles so genauso machen, wie wir das darf wollen. Darf ich kurz was sagen? Ja. Weil ich habe das jetzt eben tatsächlich einfach gemacht, das zu lassen. Und zwar habe ich einfach mehr oder weniger, ich glaube, man muss dann einfach die Situation so nehmen, wie sie kommt. Ja. Halt noch viel mehr. Und halt einfach sich auch irgendwie vorstellen oder sich darüber klar sein, dass durch diesen Vortrag oder dass das Rummeckern die Situation nicht besser wird. Ja, das ist einfach, irgendwie macht man damit den eigenen, ich weiß nicht, ob man selbst den Emotionen Luft macht. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so eine Rolle spielen, weil es bringt ja auch nichts so. Also ja doch, aber bei dir habe ich, okay, jetzt analysieren wir das mal anhand von einem Beispiel, wenn ich bei dir einen Vortrag halte, okay? Ja. Weil wenn ich bei dir einen Vortrag halte, glaube ich, hängt es damit zusammen, dass ich Angst habe davor, dass du dich zu etwas entscheidest, was mir schadet, in meiner Meinung nach. Weil ich halte ja besonders oft Vorträge für dich, wenn es darum geht, dass ich das Gefühl habe, du verrennst dich mit irgendwas. Auch. Du hältst öfter mal Vorträge. Ich weiß nicht, ob du das so auf die Kinder beziehen kannst. Nee, aber ich frage mich halt, warum ich das generell mache. Also weil man, ich glaube schon, dass es mit den Kindern auch damit zusammenhängt, dass man vor irgendwas dann Angst hat oder so oder irgendwas verhindern möchte. Ja, schon. Manchmal ist es aber auch einfach nur, also oft ist dieses Vorträge halten, mein Vorträge halten bei den Kindern einfach nur ein langes Nörgeln oder ein langes Meckern. Ja, ich frage mich halt nur, ja, okay, aber ich frage mich halt, durch was man das ersetzen kann. Deshalb habe ich das jetzt gerade gesagt. Also wenn ich jetzt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Vortrag halte. Mit Präsentation. Und dann aber eigentlich wahrscheinlich sowas sagen will wie, ich habe Angst, weiß ich nicht. Ja, also was ist meine? Es ist viel, ich weiß genau, was du meinst, und das ist halt auch viel schlauer, Leute über Hinweise selbst auf die Idee zu bringen, als den Vortrag zu halten, weil Vortrag fühlt sich so bevormundend an. Für mich fühlt es sich dann bevormundend an. Ja, aber auch generell ist es ja vielleicht auch einfach so ein Ding von,
vielleicht akzeptiert man einfach, dass andere Menschen andere Entscheidungen treffen. Ja. Und genau. Das, also ich kann ja dich nicht kontrollieren. Ja, und ja. deshalb, warum halte ich dir dann einen Vortrag darüber, ja, wie genau. du mich verhalten sollst? Ich kann ja einfach nur sagen, wie ich mich mit deinem Verhalten fühle. Ja. Ich könnte dir ja auch einfach sagen, dass du das vorhast, macht mir Angst aus den und den Gründen. Ja. Und das dann einfach so stehen lassen. Ja, ich hab eine gute Analogie. So, damit versuchst du einfach einen Menschen zu nehmen und genau an den richtigen Platz zu stellen, deiner Meinung nach. Aber du kannst einen anderen Menschen nicht nehmen oder an den richtigen Platz stellen, sondern der Mensch muss da halt selber hinlaufen. Und du kannst, weißt du, du kannst deine Kinder nicht nehmen und dann so modellieren, wie genau, es für dich gut ist, sondern so die müssen sich halt selbst entwickeln. Die müssen den Weg selbst gehen. Und du kannst Leuten halt sagen, hey, das ist, glaube ich, ein guter Weg. Und denen halt Hinweise geben und die halt lenken, aber du kannst sie halt nicht verändern. Du kannst, ja. kannst sie nicht nehmen und dass sie genau das machen, was du willst. So. Und das wäre auch gar nicht sinnvoll. Und Kinder, die ja alles machen, was du willst, das ist halt nicht gesund. Manchmal sieht man halt, wie sich andere Menschen verrennen. Ja. Und ich glaube, manchmal sieht man das von außen besser als von innen. Ja, voll. Und ich glaube, das ist das Schmerzhafte. Ich glaube, das ist nämlich auch, wenn die Kinder in der Pubertät sind, ich glaube, das ist das Schwierige, dass du siehst, dein Kind rennt gerade auf einem Abgrund zu und dieser Abgrund, der ist nicht so tief, dass es sterben wird, wenn es da reinfällt. Aber es wird ihm verdammt wehtun, da reinzufallen und du kannst halt nichts machen, außer dabei zusehen, wie es da reinfällt. Ja, aber, ja. Und ich glaube, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Wir denken, in den Abgrund zu fallen ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber eigentlich bedeutet, irgendwo runterzufallen auch immer, dass man wieder raufklettert. Ja, es hat jeder Fehler wird. Ist ein Learning, genau. Ja. Manchmal muss man Erfahrungen halt machen. Manchmal führt da halt auch kein Weg dran vorbei. Also auch bei Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein sage, okay, das war richtig scheiße, da habe ich mich richtig verrannt. Es war sehr wichtig für mich, dass das passiert, damit ich daraus lernen kann. Ja. Und naja, halt Vortrag halten nicht. Also wenn ich jetzt an so ein pubertierendes Kind denke und meine Vorstellung davon ist halt so, dieses Vorträge halten wäre dann halt wirklich so eine Panikreaktion. Ich muss das machen. Und ja, ist es, glaube ich. Das ist halt die Panikreaktion, aber halt in gefährlichen Situationen ist es halt besser, die Ruhe zu bewahren. Und es wäre, glaube ich, viel schlauer, subtiler Einfluss zu nehmen. Dann fühlt sich das Kind halt auch nicht so bevormundet und nicht so kontrolliert, weil das will niemand. Niemand möchte sich kontrolliert fühlen, sondern wenn man halt das richtig dosiert und die richtigen Sachen sagt, nur um das zum Denken anzuregen, dass es halt selbst drauf kommen kann. Diesen Vortrag muss sich das Kind quasi selbst erarbeiten dann durch deine Hinweise. Dann ist es halt nachhaltiger, dann fühlt es sich nicht so nach Kontrolle an und es ist viel wirksamer. Und ich glaube, so kann man Sachen verhindern, aber indem man sich hinstellt und Vorträge hält, das wird nicht funktionieren, weil Kontrolle ist halt, niemand will kontrolliert werden. Kleinere Kinder wollen auch nicht kontrolliert werden. Ja, naja, eigentlich wollten wir heute über den Urlaub reden und wie wir das mit den Kindern gestaltet haben. Jetzt haben wir über Themen geredet, die uns einfach so beschäftigen oder so. Ich weiß nicht, ich habe halt schon das Gefühl, um das nochmal so abschließend zu sagen, dass manchmal hat man das Gefühl, oder ich hatte jetzt die letzten, ich glaube, es war fast ein Jahr, hatte ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen stecken geblieben bin in einer Mutterrolle quasi, die ich eigentlich nicht sein wollte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich so ein bisschen von mir selbst entfernt. Und ich glaube, man hat manchmal solche Phasen und die dauern auch manchmal ziemlich lange an, indem man auch einfach in so alten Mustern aus der eigenen Kindheit drinsteckt. Und es dauert einfach seine Zeit, das aufzuarbeiten und das zu durchbrechen. Mhm. Und ich hatte halt einfach jetzt im Urlaub auch so einen kleinen Durchbruch, was so ein paar Erkenntnisse angeht. Und die werden einfach kommen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach zuversichtlich bleibt und dass man Elternschaft auch als Prozess annimmt, der es einfach ist. Weil das Wichtigste, das habe ich vorher auch im Livestream gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich eben kontinuierlich weiterentwickelt und dass man sich auch einfach ehrlich entschuldigt. Weil ich glaube, viele erwachsene Kinder jetzt haben Eltern, die schlimme Fehler gemacht haben und die vielleicht sogar den Kontakt abgebrochen haben. Aber ich glaube, die wenigsten von diesen Kindern würden sagen, wenn ihre Eltern sich aufrichtig und ehrlich entschuldigen, ihr Verhalten bereuen und aktiv sich verändern, und zwar so, dass es sichtbar ist, dass sie ihren Eltern nicht verzeihen würden. Ja. Weil
man kann Menschen verzeihen, wenn sie einen, also natürlich kommt es auf die Schwere an, was passiert ist. So, das will ich nicht, ich will jetzt hier gar nichts runterspielen oder so. Kann sich gar nicht jede Situation vorstellen, die es geben könnte. Nein, aber ich meine es einfach beim großen Teil, dass dieser Prozess des, ich entschuldige mich, ich bereue es und ich verändere mich für dich, dass die wenigsten da hart bleiben und sagen, mir ist es aber egal. Und wenn ihr hart bleibt und sagt, euch ist es egal, dann ist es auch in Ordnung, ist euer gutes Recht. Ich will das jetzt niemandem absprechen, sondern mir geht es nur darum, dass man als Eltern diesen Spielraum, natürlich sollten wir so wenig Fehler wie möglich haben, aber wenn mal ein Fehler passiert, ihr den aktiv bereut, euch bei euren Kindern entschuldigt und wieder in die Beziehung reingeht, dass das bei den wenigsten Kindern dann zu spät ist, in Anführungszeichen. Es geht wirklich nur darum, sein Bestes zu geben. Und wenn das Beste nicht besonders gut ist, ist es trotzdem das Beste und dann kann man nicht mehr machen, als daran zu arbeiten, dass es besser noch wird. Immer besser und wird, darauf kommt es an. So, wir können nicht mehr als unser Bestes geben. Und wenn das Beste voller Fehler ist, dann ist das so. Da müssen wir an den Fehlern arbeiten. Ja. Das Ach so, ist das, was die Kinder brauchen. Und mehr geht halt nicht. Eine wichtige Anekdote. Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Eine wichtige Anekdote von Jesper Juhl, finde ich, dass viele Eltern einen perfektionistischen Anspruch an das Verhalten ihrer Kinder haben. Und dann meinte er, und jetzt stell dich mal vor den Spiegel und sag mir, dass du selbst perfekt bist. Und erst wenn du mir sagst, dass du selbst perfekt bist, dann kannst du einen perfektionistischen Anspruch an deine Kinder haben. Wenn du dich vor den Spiegel stellst und sagst, du bist perfekt, dann hast du wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstörung. Ja. Das auch. Aber das ist es ja einfach. Also voll oft erwarten wir von unseren Kindern perfektes Verhalten und sind selber halt so voller Fehler. Also könnt ihr auch einfach über die Fehler von euren Kindern hinwegsehen. Man muss ja echt gelassener sein. Schaut euch an, was eure Kinder alles schon Gutes. Mhm. Also schaut euch einfach an, wie eure Kinder sind und was ihr daran liebenswert und toll findet. Mhm. Und alles, was ihr an ihnen nicht mögt, ich bin mir sicher, es wird Leute geben, die das an ihnen mögen. Es ist ja auch immer Auslegungssache. Es ist halt eine Frage der Perspektive und eine Bewertung, die man hat. Ja. Gut. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Ja, natürlich. Teilt gerne unseren Podcast und folgt uns und gebt uns gute Bewertungen und so. Ja, genau. Das ist noch wichtig. Nee, ansonsten habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dann hören wir uns nächste Woche. Ja, bis dann. Tschüssi. Tschüss.